Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Star Stable Online Video. Vorab, die Gotland Ponys sind draußen und ich möchte auch niemanden den Spaß verderben, der die Ponys süß findet. Aber ich dachte mir, ich kläre euch mal ein bisschen auf, was mir aufgefallen ist und was ich etwas schade finde. Es kann natürlich auch sein, dass es das ein Bug ist, dass die Ponys so wenige Werte haben, aber ich muss jetzt mal angucken. Die Gotland Ponys haben nur einen Wert auf Ausdauer und kosten niemand 50 Star Coins. Okay, die sind kältebeständig und können auch die Friesentrensen tragen. Ist auch alles schön und gut, aber die Jorvik-Ponys haben auch nur einen Punkt auf Ausdauer, sind nicht kältebeständig, das ist klar. Aber Starzenbald hat ja mal geschrieben, dass sie so nach und nach mehr Rassen reinbringen oder eben halt aktualisieren, dass sie auch die neuen Trensen tragen können. Das heißt, dass auch irgendwann vielleicht die Jorvik-Ponys die Trensen tragen können oder die Andalusier oder auch andere Rassen. Und dann macht das Pony auch natürlich nicht mehr so besonders. Und dann finde ich einen Punkt auf Ausdauer mit 750 Star Coins schon ein bisschen happig. Wenn wir uns jetzt mal das Jorvik-Pony angucken, das glaube ich 350 kostet. Ich zeige es euch am besten auch nochmal. Fortpinter. Dann finde ich schon den Vergleich ganz schön krass, oder? Also, kann natürlich auch sein, wie gesagt, dass Star Stable sich vertippt hat, dass die nur einen Punkt auf Ausdauer haben. Weil die Assateague-Ponys direkt daneben an kosten nur 700 Star Coins zum Beispiel und haben viel, viel mehr Punkte auf allen verteilt. Und da finde ich 750 Star Coins für ein Pony, das, vielleicht jetzt kältebeständig ist und eine Trense tragen kann, was sowieso bald alle tragen können. Und das dann 750 Star Coins kostet doch ein bisschen teuer, oder? Ja, ich dachte mal so, man muss sich das nicht kaufen, ne? Also, es ist immer das Gleiche. Wenn man das Pony einem nicht gefällt, muss man es nicht kaufen. Es zwingt keiner zu. Aber ich möchte euch mal generell einfach zeigen, was ich meine. Hier, 350 Star Coins, auch ein Punkt auf Ausdauer. Und wenn SSO recht behält, dass sie ja gesagt haben, dass irgendwann nach und nach mehr Rassen diese Trense tragen können. Und stell dir mal vor, das Jorvik-Pony könnte auch diese Trense tragen. Dann macht das Gotland-Pony ja nicht mehr so besonders. Deswegen hoffe ich einfach mal für euch, die das Pony echt lieben, dass das Pony noch mehr Werte kriegt. Weil Connemaras und Assateague, sie haben alle mehr Werte und ich glaube, die kosten alle weniger. Oder ich muss mal gucken, ist hier noch zufälligerweise ein Connemara-Pony? Sonst kann ich euch jetzt mal Assateague-Ponys zeigen. Die haben ja viel, viel mehr Werte und kosten 50 Star Coins weniger. Ah, ba, 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 ba. Ja, hier ist ein Connemara. Wie viel kostet das Connemara denn? Ah, okay, 810. Hat aber natürlich auch mehr Werte, ne? Und dann gucken wir uns das Assateague-Pony noch an. Das ist auch ein Südhof. Ich hoppe gerade so ganz dämlich hin und her. Ich merke es schon. Hat einfach mal da geblieben zu sein. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht, um das Pony schlechter zu machen. Wenn ihr das Pony liebt, kauft es. Das ist wie bei jeder Pferderasse. Wer es nicht mag, muss es nicht kaufen. Ich finde es nur schade, dass die Werte halt so niedrig sind, weil es halt so viel kostet. Und ich werde kein Kaufvideo mit dem Pony machen, nicht wegen den Werten, sondern weil es einfach mir nicht optisch so hundertprozentig gefällt. Und bald kommen ja noch Runensteinpferde raus. Dann habe ich am Wochenende noch einen Pferdekauf mit euch im Livestream. Das wird mir dann einfach zu viel. Ja, 700, 4 Stärke, 2 Disziplin und ein Agi. Finde ich schon ein bisschen schade, aber wenn ihr die Ponys mögt, dann, mein Gott, kauft sie. Ich zwinge euch nicht, sie zu kaufen. Ich finde es natürlich nur ein bisschen schade, ne? 750 Star Coins für ein von Werten her ein Pony, das genau wie das Jorvik-Pony ist. Aber es ist kältebeständig. Das muss man ja sagen. Und es kann die Trensen tragen. Aber irgendwann können alle Pferde die Trensen tragen, wenn SSO uns das Versprechen einhält. Ah, es ist schwer. Es ist schwer. Aber sie sind auf jeden Fall süß. Ich finde auch immer noch den Schwarzen total schön. Warte, wo haben wir den Schwarzen überhaupt? Die Masse. Die Masse. Da ist mein Schwarzer. Den wollte ich ja erst kaufen. Er hat auch wunderschöne blaue Augen, muss ich sagen. Also es sind wirklich süße Ponys. Sind gut gearbeitet. Sie haben die Rasse wieder echt hundertprozentig getroffen. Top, muss ich sagen. Aber ich bin halt nicht so der Pony-Fan. Also war ich eigentlich noch nie so ein Pony-Fan. Also Fazit, ich finde es etwas schade, dass sie einen Punkt nur auf Ausdauer haben. Klar, sie sind kältebeständig und können die Friesentrensen tragen, aber es ist uns zwar versprochen, dass irgendwann alle
Krankenkassen mal aktualisiert werden, die schon rauskamen und mehr diese Friesentrensen tragen können. Deswegen wird es dann die Ponys nicht mehr so besonders machen, wenn SSO sich an die Sache hält. Wenn sie natürlich das nicht einhalten und nur das Pony-Trense trägt, dann hat es natürlich da einen kleinen Pluspunkt. Aber ich finde diesen einen Wert auf Ausdauer ein bisschen schade. Macht aber trotzdem nichts, wenn ihr die super süß findet und toll findet und Spaß damit habt, dann kauft sie natürlich. Wenn ihr die nicht mögt, dann kauft sie halt nicht. Das ist nur meine Meinung, dass ich das ein bisschen schade finde, dass da halt so wenig Ausdauerpunkte sind. So. Kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist und die Ausdauerpunkte und Disziplin und Agilität und was das Pony auch für Werte immer kriegen mag, möge, dass das vielleicht verbessert wird. Kann ja auch ein Bug sein, dass das nur ein Punkt ist. Dann nehme ich natürlich meine Sache weg, dann ist das natürlich voll berechtigt, der Preis. Aber wenn da wirklich nur ein Punkt auf Ausdauer bleibt, finde ich das etwas schade. Aber ihr Lieben, ihr könnt mir ja schreiben, was ihr dazu haltet, ob ihr euch trotzdem eins kauft, ob ihr es auch ein bisschen doof findet oder hofft, dass es ein Bug ist. Ich möchte niemanden den Kauf vermiesen, bitte versteht mich da nicht falsch. Kauft es, wenn ihr es toll findet und habt Spaß mit dem Pony. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.